gleichzeitig Informationen über die Entfernung zum Bienenstock. Aus der Dauer des Tanzes und der Frequenz der Schwingungen können die anderen Bienen die genaue Entfernung ableiten. Wenn sie sich auf den Weg zur Blumenquelle machen, nehmen sie genau so viel Proviant mit, wie sie für diese Strecke benötigen. Diese wunderbare Spezialisierung der Bienen wurde in einem Experiment in Kalifornien überprüft. In diesem Experiment wurden drei Behälter mit Zuckerwasser an drei verschiedenen Orten aufgestellt. Kurze Zeit später entdeckten Suchbienen die Zuckerquellen. Die Suchbienen, die den ersten Behälter fanden, wurden mit einem Punkt markiert. Die Suchbienen, die zum zweiten Behälter kamen, mit einem Strich. Und die Suchbienen, die man am dritten Behälter antraf, erhielten ein Kreuz. Wenige Minuten später trafen die Suchbienen im Bienenstock ein. Die Wissenschaftler stellten fest, dass die Suchbienen von den übrigen Bienen im Bienenstock aufmerksam beobachtet wurden. Die Wissenschaftler markierten diese Bienen entsprechend der Markierung der jeweiligen Suchbienen, auf die sie ihre Aufmerksamkeit gerichtet hatten. Bereits nach wenigen Minuten trafen die ersten Bienen, die mit einem Punkt markiert waren, beim ersten Behälter ein. Bienen mit einem Strich auf dem Rücken kamen zum zweiten Behälter und Bienen mit einem Kreuz zur dritten Zuckerquelle. Damit war der Beweis erbracht, dass die Bienen aus dem Bienenstock die Richtung ableiten konnten aus den Informationen, die ihnen von den Suchbienen mitgeteilt wurden. All diese Tatsachen sollten für uns eine Aufforderung sein, uns damit sorgfältig auseinanderzusetzen. Woher stammte diese überaus erstaunliche Organisation der Bienen? Wie kann ein kleines Insekt, das weder über Verstand noch die Fähigkeit zum Denken verfügt, als Suchbiene fungieren? Wie kamen diese Bienen auf den Gedanken, Nahrungsmittelquellen zu suchen und ihre Bewohner im Bienenstock darüber zu informieren? Und selbst wenn sie darüber nachdenken könnten, wie war es ihnen möglich, eine Tanztechnik zu entwickeln, um anderen Artgenossen die Lage und den Abstand der Nahrungsquelle zum Bienenstock mitzuteilen? Wie ist es den Bienen im Bienenstock möglich, die Bedeutung komplizierter Bewegungen und Vibrationen der Suchbienen zu entziffern? Die Evolutionstheorie von Darwin, in der behauptet wird, dass alles Leben auf der Erde durch Zufall entstanden ist, gibt keine Antwort auf diese Fragen. Jede einzelne dieser besonderen Eigenschaften der Bienen zeigt, dass ihr Schöpfer sie damit ausgestattet hat. Allah hat sie erschaffen und sie zu ihrem Werk inspiriert. Diese Tatsache ist im Koran in der folgenden Sure verkündet. Und dein Herr lehrte die Biene: Baue dir Wohnungen in den Bergen, in den Bäumen und in dem, was sie dafür erbauen. Dann iss von allen Früchten und ziehe leicht hin auf den Wegen deines Herrn. Aus ihren Leibern kommt ein Trank von unterschiedlicher Farbe, der eine Arznei für die Menschen ist. Darin ist wahrlich ein Zeichen für die Menschen, die nachdenken. Es gibt eine sehr bemerkenswerte Art von Schmetterlingen, die im Süden Kanadas beheimatet ist.
die berühmten Monarchen. Jeder Monarch tritt in diese Welt, nachdem er, wie alle anderen Schmetterlinge auch, eine makellos geplante Serie von Veränderungen durchgemacht hat. Zunächst legt ein weiblicher Schmetterling seine Eier auf einem Blatt ab. Die Larve, die aus dem Ei schlüpft, ernährt sich für eine gewisse Zeit von den Blättern, bevor sie zu einer Raupe wird. In einer weiteren Entwicklungsphase spinnen sich die Raupen zu einem sogenannten Kokon ein. Der Kokon eines Monarchen ist selbst schon ein kleines Wunderwerk. Es hängt am Zweig eines Baumes, verbunden durch einen dünnen, aber starken Faden. Die Raupe entwickelt sich allmählich in dem Kokon und entschlüpft ihm als ein wunderschönes neues Geschöpf, ein Schmetterling. Zunächst sind seine Flügel flach und leblos. Sie dehnen sich aus, sobald Blut in sie hineingepumpt wird. Der Monarch ist jetzt bereit zu fliegen. Der Monarch unterscheidet sich von anderen Schmetterlingsarten durch ein sehr interessantes und charakteristisches Verhalten. Im Laufe eines Jahres werden 4 verschiedene Generationen von Monarchen hervorgebracht. Die ersten 3 Generationen haben eine durchschnittliche Lebensdauer von etwa 5 bis 6 Wochen. Die 4. Generation jedoch unterscheidet sich ganz erheblich. Diese Generation überlebt so lange, bis sie eine 8 Monate dauernde Wanderung beendet hat. Die Wanderung beginnt in verschiedenen Zentren mit Monarchenpopulationen im Süden von Kanada und bringt die Schmetterlinge weiter in den Süden. Eine Gruppe von ihnen fliegt bis nach Kalifornien, eine andere Gruppe bis nach Mexiko. Es ist bemerkenswert, dass alle Monarchen während ihrer Wanderung zusammentreffen, so als hätten sie aus einer einzigen Zentrale den Befehl dazu erhalten und setzen ihre Wanderung gemeinsam fort. Auch der Beginn der Monarchenwanderung wurde von einer zentralen Stelle aus geplant. Die Wanderung dieser Schmetterlinge beginnt nicht an irgendeinem beliebigen Tag, sondern an dem Tag im Herbst, an dem Tag und Nacht gleich lang sind. Der Herbsttag und Nachtgleiche. Nach einer Wanderung von 2 Monaten erreichen die Schmetterlinge die heißen Wälder des Südens. Millionen von Monarchen bedecken die Bäume wie ein Schleier und 4 Monate lang, vom Dezember bis zum März, bleiben sie dort, ohne etwas zu essen. Sie ernähren sich von dem Fett, das sie in ihrem Körper gespeichert haben, und trinken nur Wasser. Die beginnende Blüte im Frühling ist für die Monarchen äußerst wichtig. Nachdem sie 4 Monate gewartet haben, laben sie sich am Nektar. Jetzt haben sie genügend Energie gespeichert, um die Rückreise in den Norden Amerikas anzutreten. Ende März, bevor sie die Rückwanderung beginnen, paaren sie sich. An diesem Tag, der Frühlingsäquinoctium, wenn Tag und Nacht die gleiche Länge haben, beginnt der Schwarm seinen Flug in Richtung Norden. Zum Abschluss ihrer Reise erreichen sie erneut Kanada und sterben kurze Zeit später. Bevor sie sterben, bringen sie die erste Generation des Jahres hervor, die etwa 1,5 Monate überleben wird. Auf diese erste Generation folgen die 2. und die 3. und erst die 4. Generation wird erneut die Reise in den Süden antreten. Nur diese Generation wird erneut 6 Monate länger als die anderen leben und dadurch die Kette der Generationen fortsetzen. Diese erstaunliche Wanderung wirft viele Fragen auf. Wie kommt es, dass nur jede 4. Generation 6 Monate länger lebt als die anderen? Wie ist es zu erklären,
dass diese langlebige Generation